Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Enslaved und diesmal mit more Info. Wir sind das letzte Mal hier auf Max gestoßen und haben diesen linken Weg gewählt und sind dann zum Schluss drauf gekommen, dass wir nicht mehr zurück konnten. Jetzt probieren wir aber den rechten einmal aus. Wir sind da rüber gelaufen und dann hier runtergesprungen, ja. Das werden wir jetzt diesmal nicht tun, sondern wir machen das von der anderen Seite. Schauen, ob sich da etwas anderes ergibt. Weil ich habe da unten ja was leuchten sehen. Und ich kann mit dieser Kamera einfach nichts anfangen. Ja, wir haben da Munition gesammelt. Und wie kommt die da runter? Dann schauen wir mal. Ob wir hier rüber kommen irgendwie? Nö. Das haut einfach nicht hin, gell? Also beide gleichzeitig aufzusammeln, glaube ich, das geht gar nicht. Na gut, wir probieren auch gleich was anderes. Ups, da haben wir einen Orb. Wir werden einfach versuchen, hier gleich einmal drauf loszuschießen. Wenn es denn sein soll, ja. Sie rufen Verstärkung! Wer der Held ist? Aha. Jawohl. Und hat er sie jetzt gerufen? Nee. Dafür haben wir jetzt keine Schüsse. Oh oh. So, Leute. Monkey, komm, zeig's uns. Jawohl. Der Junge ist ja so cool. Also, Freunde, ich wollte euch nur zeigen, dass es auch so geht wie auf Fische schießen in einem Fass. Und ich glaub, von hier aus kommen wir wieder raus auf die Straße. Unser kleiner Dicker, den können wir auch in Handarbeit fertig machen. Also so tragisch ist es nicht, gell? Weil ich das letzte Mal so abgelost habe. Aber es geht ja alles, ne? Gut, ich glaube, in diesem Video sehen wir uns gleich noch einmal. Ich werde da versuchen, noch eine andere Möglichkeit zu finden, die anderen Max mit den Schilden auszuschalten. Okidoki, bis gleich. Ja Leute, hier noch einmal Toso und hier waren auch noch Orbs versteckt, also wir sagen ja, wir finden alle und das ist hier am Eingang gleich. Da sind wir das letzte Mal vorbeigelaufen und soviel ich weiß, haben wir da oben auch noch welche übersehen. Die werden wir gleich wieder einsammeln. Okay, bis gleich. Wir haben hier das letzte Mal den rechten Weg gewählt und jetzt machen wir das auf die linke Seite. Und ich weiß nicht genau, ob das sinnvoll ist, aber wir werden das ja auch gleich sehen. Ja. Und schon ein Halluzinogen, Leute. Seht ihr? Wir finden ja doch noch alles, oder? So, müssen wir da jetzt zurück?
Ich mache einen kurzen Schnitt, okay? So Leute, wir sind hier wieder bei den drei Mechs mit Schilden und vergessen haben wir da hinten diese Orbsi einzusammeln, ja. Und wir versuchen jetzt die Jungs im Nahkampf auszuschalten, ja. Da ist ja auch was. Schild ist weg, Leute. Und schon wieder da. Da müssen wir da jetzt ein wenig springen und sprinten. Kommen wir da hinten hin. Wir probieren das einmal da. Komm Junge, lauf, spring. Na. Lauf, mein Freund. Die Deckung ist ja weit, weit weg. Die haben uns jetzt schön planiert. Ja, Halleluja. Da ist er schon. Oh, uns geht die Gesundheit aus, ja? Finden die gerne. Da oben. Wir suchen doch einen Medibag. Die sind über uns. Ha. Da unten wäre noch ein Medibag. Fuck, Leute. Wenn ich jetzt ab losgehe, haha, dann schreien alle. Da do so. Wollte schon wieder das Rad neu erfinden. Gleich beide Jungs, gell? Jawohl. Und seht ihr, für den Worst Let's Player, den es immer noch da gibt, ist das ja auch kein Problem. Wir haben die Jungs jetzt im Nahkampf auch ausgeschaltet. Ist das schön. Und einen Orb haben wir da unten vergessen, aber das soll so sein. Okay. Gut Leute, das war's für diesmal. Für more Info. Ich versuche euch das Spiel ja auch in allen Varianten zu zeigen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt es eben nicht weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mit dem Main Quest. Nämlich, ich glaube, den laden wir schon morgen hoch. Okay, wünsche euch noch viel Spaß. Einen angenehmen Abend. Und ich schaue mir jetzt die Haluzi nochmal an. Tschüss, euer Toso.